Ja, servus und willkommen zurück, liebe YouTube-Freunde. Ja, jetzt heute wieder in der Maschinenhalle unten. Mal ein kleines Update zum Kramer. Also, die stehen jetzt alle zwei hier, weil wir auf die Hebebühne mussten. Da hat sie mal Bruder umgestellt, darunter. Ja, gut, so stehen sie auch ganz gut. Nicht so arg im Weg. Ja, der Vater, der hat am Samstag die zwei Motoren zerlegt, hat die Kurbelwellen ausgebaut. Ja, und nun sieht es so aus. Also eine liegt noch hier. Und der Block, der da steht, das ist der alte aus dem K15. Gut zu erkennen daran. Das ist der alte Block aus dem K15. Ja, und die Kurbelwelle hier, die ist vom KA15. Die liegt hier drüben. Ja, was ist jetzt? Er hat es ausgebaut. Also, die Bläulager sind definitiv hinüber. Da sind Büchsen eingepresst und die haben eine Schmierbohrung und die haben sich innen her gedreht und die Schmierbohrung war quasi dann verschlossen. Und ja, die Lager vom K15 sind auch nicht besser, also Lager werde ich definitiv jetzt neue brauchen. Die Kurbelwelle vom K15 ist leicht in Mitleidenschaft gezogen, das ist aber kein Problem, hat er gesagt, die können sie drinnen abdrehen und wieder schön machen und dann halt Übermaßlager drauf, auch kein Problem. Ja, soweit dazu, wird natürlich jetzt dann ein bisschen teurer, wie gesagt, ein Lager 220 Euro, selbst wenn man die günstigen nimmt. Blöd gelaufen, ja, so ist es, neue Büchsen müssen dann in die Pleuel unten auch mit rein, hilft auch nichts. Ja, die Kolben und Laufbüchsen müssen definitiv auch neu. Die hat er sich angeguckt, also die ist Naht zu weit abgefressen. Früher gab es da dann noch andere Kolben, die gibt es da auch nicht mehr. Also bleibt man auch bloß definitiv komplett neu. Naja gut, das war sowieso vorauszusehen. Davon bin ich ja von vornherein ausgegangen. Ist aber natürlich jetzt alles so eine Menge Sache, wo ich sage, wäre schön gewesen, wenn es nicht gewesen wäre. Also da kommen jetzt dann ein paar Kosten zusammen. Zwei neue Kolben und zwei neue Laufbuchsen liegen wir bei jeweils 170 Euro. Kurbelwelle überarbeiten sind drinnen in der Firma auf Selbstkosten, aber die neuen Lager jeweils 220, also sind es 440 Euro. Die Dehnschrauben unten rein für die Pleuel, für diese Lagerschalen und das, diese Pleuelschrauben quasi. Da kostet eine 32 Euro, vier Stück sind es. Läppert sich auch. Ja, was war da noch? Was hat er noch gesagt, was kommt? Die Einspritzpumpen hat er drinnen zerlegt. Die hat er ja alle zwei mitgenommen. Also bei meiner vom K15 sieht es so aus, als wäre mal Wasser reingekommen. Als hätten die Feuchtigkeit gesehen, innen total verrostet. Und die vom KA15 sind die Pumpenelemente auch hin. Also da kann man auch nicht aus 2-1 machen. Also kommt da auch das große Neue, jawohl, da habe ich ja damit gerechnet. Schätzpreis nur für die Pumpenüberarbeitung, ich mache ja eh nur eine, weil die andere brauche ich ja da nicht. Sind 500 Euro die Pumpenelemente, auf alle Fälle, überarbeitet ist sie da normalerweise nicht, aber das geht wie gesagt dann auch wieder mehr oder minder auf Selbstkosten. Ja, da kommt auf jeden Fall was zusammen. Das läppert sich, das gibt einen schönen Betrag, eine schöne Summe. Aber was willst du machen? Hilft ja jetzt alles nichts. Jetzt habe ich das Thema begonnen. Jetzt kann ich es nicht einfach wieder abbrechen. Jetzt habe ich einen Schlepper gekauft. Ja, mei. Die Kupplung hat er auch eine mit reingenommen. Die wird definitiv auch neu kommen. Da ist auch die neue fällig. Das haben wir ja eh gesagt. Den Motordichtsatz muss er noch mit reinnehmen. Ja, und mei. Nächster Part, den ich jetzt hier mache, das ist... ja, ich fange jetzt das Schleifen an. Ich werde auf jeden Fall lackieren, frisch lackieren. Ich habe noch von dem RAL 6000, also dieses Patina-Grün, mit dem die Kramer lackiert sind, da habe ich noch ein wenig was. Und das RAL 3002 Karminrot für die Felgen habe ich auch noch. Und ich habe jetzt beschlossen, ich will eine neue lackieren. Jetzt ist er eh schon zerlegt soweit, ich meine... Besser kommt man an die Teile ja wohl kaum ran, wenn ich jetzt vom Vorderachsbock noch die Räder runter mache.
Ich sage also, besser wird es wohl kaum zum Lackieren. Was will man mehr? Ich fange da jetzt einfach an. Mein Vater wollte jetzt dann eigentlich wieder nimmer lackieren. Erst fragt er mich, ob wir es machen. Dann sage ich, naja, wenn er eh zerlegt, das könnten wir ja gleich. Und gestern sagt er, nö, also heuer lackiert er nicht. Ja gut, wenn er nicht lackiert, dann lackier halt ich. Hilft ja alles nichts. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, wenn er schon zerlegt ist, dann macht man es doch gleich richtig. Es ist irgendwie schwachsinnig, wenn ich jetzt hergehe und habe den Bulldog jetzt zerlegt und baue ihn dann wieder zusammen und dann in dem Zustand. Irgendwann zerlege ich ihn dann trotzdem wieder, weil ich sage, mir gefällt der Lack nicht. Oder, ja, also wie gesagt, dann machen wir es doch einmal richtig. Dann habe ich Ruhe. Ich habe es beim Karl 300 letztes Jahr gesehen. Und wie gesagt, also optisch schaut der Karl 300 ja tiptop aus. Da gibt es gar nichts. Und ja, ich habe jetzt gesagt, mache ich es bei dem auch. Vielleicht nicht ganz so akkurat, gerade wenn ich lackiere, wird das Ergebnis wahrscheinlich nicht 100% perfekt, weil so gut bin ich im Lackieren nicht. Mein Auto habe ich selber lackiert und ich meine, da gibt es schon ein paar Stellen, wo ich sage, hätte vielleicht besser sein können. Wobei, da habe ich auch die alte Lackierpistole gehabt, jetzt haben wir eine neue mit dem KL 300, da habe ich mal eine neue gekauft von SATA. Und mit der ist das Lackierergebnis deutlich besser. Ich habe da ein paar Blechler damit lackiert und ich muss sagen, also es geht deutlich angenehmer als mit der alten. Und naja, mal schauen, was rauskommt. Wie gesagt, das ist ja eigentlich der Hauptarbeitsschlepper dann für mich für den Winter. Der wird dann zwar überwiegend nur im Dreck verwendet, aber da ist es dann nicht so schlimm. Ich meine, der KL 300, der arbeitet auch viel, aber da schaut man dann doch ein wenig mehr drauf. Der ist hauptsächlich für die Arbeiten da, wo ich den KL 300 dafür nicht unbedingt einsetzen möchte. Und ja, wenn das Lackierergebnis jetzt dann nicht 100% perfekt wird, was soll's, das ist mir egal. Was ich wahrscheinlich nicht machen werde, das werde ich übernehmen, wie es bei meinem K15 war. Diese silbernen Umrandungen da an der Haube, die werde ich wahrscheinlich nicht übernehmen. Ich werde grün machen, so wie die Haube vom K15 war. Normalerweise die alten Krame sind immer so ausgeliefert worden mit ihren silbernen Zierstreifen. Bei meinem K15 ist es ja aber so, der ist nie überlackiert worden. Und ja, diese Zierstreifen hat er von Haus aus gar nicht gehabt. Das ist halt damals auch, die sind produziert worden und wenn sie fertig waren soweit, dann sind sie aus dem Werk rausgekommen. Da hat man halt keine Zeit gehabt für sowas. Und ich fand eigentlich dieses durchgehend Grün auch nicht schlecht. Und ja, wenn ich schon die Haube nicht vom K15 übernehmen kann und andere Blechteile, dann übernehme ich doch zumindest das Lackbild so. Mir gefällt das eigentlich ganz gut, ohne das, ja in Anführungsstrichen, geschnörkelte. Klar, am KL 300 die Chromlinien da, diese Chromzierstreifen, die dran sind. Oder eigentlich ist es ja Alu. Das ist ja nicht verchromt, das ist ja einfach nur Alu poliert. Klar, die schauen gut aus, aber der Bulldog da, der ist doch ein paar Jahre älter. Und ich finde eigentlich diesen Look da, dieses, so wie sie da eben aus dem Werk kamen, dass die gebaut worden sind und quasi gleich direkt raus an die Käufer bzw. an die Händler. Das finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Die Haube vom K15 kann ich ja mal kurz zeigen. Die liegt ja auch hier drin. Also mittlerweile liegt sie hinter der Sämaschine. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Also die ist wirklich komplett grün. Was ich übernehme von der Haube ist das Kramer-Emblem, weil das fehlt beim KA15. Aber wie gesagt, mehr Silber werde ich da gar nicht machen. Ich finde diesen Look eigentlich gar nicht schlecht, das gefällt mir ganz gut. Optisch macht es auch was her. Es ist halt dieses Gebrauchsschlepper. Das sind richtige Gebrauchsschlepper, die sind gebaut worden und rausgehaut worden an die Käufer. Da war nicht viel Zeit im Werk. Und so war das beim K15. Und beim K15, gut, der wäre jetzt dann mit den silbernen Zierstreifen, wobei ich da sagen muss, die sind auch schon nachlackiert. Also ob die definitiv vorher silber waren oder nicht, kann man auch nicht sagen. Sprich, von daher machen wir das jetzt einfach so. Aktuell das Wetter, wie man sieht, alles ein bisschen feucht. Hier hatten wir den Regen, gestern einen gescheiten Regen, ein gescheites Unwetter. Das waren in einer halben Stunde 10 Liter auf dem Quadratmeter. Klingt jetzt vielleicht nicht viel, aber es war ein richtiger Platschregen. Da hast du schon ordentlich reingefleit. Ja, bei uns eigentlich recht glimpflich abgegangen.
Die Rinne da unten war dicht, das ist runtergelaufen, aber unten an der Halle abgelaufen. Wir hatten auch schon Jahre, da ist es in die Grube rein. Heuer aber Gott sei Dank gar nicht. Die Rinnen unter am Feld sind auch soweit in Ordnung geblieben. Gut, da gehört mit dem Radlader wieder ein wenig abgezogen und die Rinnen rausgeputzt, aber das passt eigentlich auch. Wo es aber richtig abgegangen ist, drinnen in der Kulmbacher Innenstadt. Also da sind wieder teilweise Keller voll gelaufen, Straßen waren 20 cm unter Wasser gestanden. Da hat es richtig gewütet gestern Abend. Hat da ein paar Mal gescheit gekracht, gescheit gerumpelt. Aber so wie gesagt, ist eigentlich alles in Ordnung. Den Regen haben wir gebraucht, den haben wir gekriegt. Ich habe jetzt die letzten Tage dann insgesamt fast 40 Liter gehabt. Das ist, ja, das hat es dringend gebraucht. Jetzt hoffe ich, dass das grummelt, also mein zweiter Schnitt ordentlich wächst. Dass das noch einmal kommt durch diesen Regenschauer. Ich meine, viel hat es oben drüber weggespült, aber es hat vorher gestern schon mal ein bisschen geregnet. Es waren 2 oder 3 Liter. Und dann, wie gesagt, noch einmal. Ja, also oberflächlich ist der Boden nass. In die Tiefe rein wird es natürlich nicht wirklich gezogen sein, weil viel ist abgeschwemmt worden. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, soweit in Ordnung. So, wie gehe ich nun zum Schleifen vor? Das bin ich ja schon gefragt worden beim KL300, wie ich den geschliffen habe, was ich da genutzt habe. Ganz einfach, das Mittel der Wahl auf alle Fälle ist das gute Stück. Das ist ein sogenannter Nadelentroster. Der hat hier innen so Metallstifte. Den schließe ich an die Druckluft an, fülle hinten in der Öle ein bisschen Öl rein, da ist sogar noch welches drin. Und drückt dann einfach ab, dann haut die Nadeln da vorne raus und die entrosten quasi. Das kann ich euch jetzt einmal zeigen, wie das funktioniert, weil brauchen durch eine E. Fangen wir einfach mal mit irgendwelchen Kleinteilen an. Haben wir uns mal Druckluft drüber. Was bei dem Ding auf jeden Fall Pflicht ist, Gehörschutz, sonst fallen einem die Ohren ab. Also ohne ist es nicht so angenehm. Ja, Öl ist noch drin. We'll be right back.
packe das Teil aus. Was jetzt natürlich dann gemacht wird, ganz normal mit entweder Bremsen reinigen oder mit Verdünnung einmal ein wenig abwischen. Normalerweise Verdünnung, das geht immer ganz gut. Eventuell, je nachdem, man kann hier auf der glatten, sichtbaren Stelle noch einmal ein wenig mit Schleifpapier drüber, dann wird das Ergebnis noch besser. Aber normalerweise, wenn man es mit der Grundierung richtig macht, dann wird das Ergebnis wie beim KL300 spiegelglatt. Da siehst du gar nichts mehr. Er macht jetzt hier im Display auch keine Dellen oder was rein. Da braucht man sich keine Gedanken machen, dass man dann danach irgendwas sieht. Also ich kann ja mal zeigen, wie das jetzt ausschaut. So schaut das Blech aus. Also es sieht jetzt aus, als hätte er da richtige Gerade. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Das ist richtig schön glatt, sauber. Immer wieder interessant, was man da unten drunter findet. Keine Ahnung, schaut aus, als steht da irgendwas. Wer weiß. Juse. Irgend sowas. Ja, bei dem Teil ist es so, ich muss auch mal gucken, hier war ja kein Blechle mehr dran. Normalerweise ist das der Werkzeugkasten. Eventuell baue ich mir da eine neue Klappe. Die vom anderen passt ja hier leider nicht. Und ja, den Werkzeugkasten möchten wir ja trotzdem nutzen. Ein wenig Hämmerlanei oder Werkzeug fürs Mähwerk oder. Und sei es auch eine Ersatzsplinte. Sowas dabei zu haben, ist nie verkehrt. Wie gesagt, das erste Teil ist fertig. Schnappen wir uns das nächste, das schmeißen wir gleich auf Seite. Ja, und so schnell geht's. Da ist der Tank auch schon abgelackt oder entlackt. Da haben wir ihn. So, und jetzt kommt was. Hätte ich den nicht entlackt, sondern so wieder drauf gebaut und hätte ihn betankt, dann wäre mir mit Sicherheit was ganz Lustiges passiert. Da hätte ich mich riesig gefreut. Jetzt passt mal auf, was unter dem Dreck, unter dem alten Lack, unter dem ganzen Mist hervorkam. Schön, nicht? Im ersten Moment dachte ich, na, ist vielleicht nur oberflächlich eine Delle. Das ist genau die Stelle, wo die Metallbänder hier über den Tank drüber laufen. Und an der Biegung hier ist er durchgescheuert, bis innen rein. So. Jetzt fahren wir mit dem Schlepper, tanken wir mal voll, du ärgerst dich wie Sau, wenn da der ganze Sprit davon läuft. Hätte ich den jetzt nicht entlackt, hätte ich den so wieder drauf gemacht. Das hätte ich wahrscheinlich nicht einmal gemerkt. Das hätte ich gemerkt beim nächsten Tankstopp dann. Und hätte mich dann gewundert, warum der auf einmal so viel braucht. Und vor allen Dingen wäre es mir aufgefallen, wenn dann überall der ganze Bulldog, der ganze Lack, voller Diesel versifft wäre. Das ist genau die Sache, wo ich eben so... Wenn ich schon mal drüber bin, dann schaue ich doch alles noch und so sehe ich das wenigstens. Hätte ich das jetzt nicht gemacht, ich hätte mich wie gesagt dann irgendwann in den Arsch gebissen. Ja, was ich jetzt schon überlegt habe, nachdem ich ja hier keinen Werkzeugkastendeckel habe, da habe ich schon drüber nachgedacht, ob ich nicht einfach den Werkzeugkasten von meinem anderen nehme. Das wäre natürlich das Einfachste, ne? Aber das funktioniert leider gar nicht so einfach. Wäre natürlich optimal gewesen, dann hätte ich auch mal Batterie vorne aus dem Fußraum rausgekriegt und hätte ihn mit nach vorne unter die Haube geknallt, weil eigentlich so, wie es jetzt da ist, gefällt mir es nicht so gut. Hier drüben war es eher unter der Motorhaube. Da war halt der Tank ein wenig kleiner, da hatte ich 20 Liter und der andere hat 25 Liter. Naja, was soll's. Mal gucken, vielleicht bauen wir einen Deckel dafür, vielleicht lassen wir es auch einfach weg, sehe ich erst. Jetzt schnappe ich mir vielleicht da mal die Vorderräder und den Vorderachsbock und mache den soweit. Und dann gucken wir mal weiter. Aber wie gesagt, also da sieht man, warum ich den Scheiß überhaupt mache. Ja, weil das ist hinterher immer noch eine recht ärgerliche Sache und dann darfst du den ganzen Bulldog wieder zerlegen, nur dass du an den blöden Tank rankommst. Ich meine, das geht, aber trotzdem, dann ist er betankt, dann musst du erst den Sprit ablassen, dann musst du den ganzen Tank da erst einmal entrosten, dass du überhaupt nachkommst. So ist jetzt eh entrostet, da kann man es gleich einmal mitmachen. Komm. Ich sage, da wird er gleich mit lackiert. Ich bin da jetzt. Also ehrlich gesagt, ich bin jetzt so weit, dass ich sage, ach Scheiß. Lackierst den Bulldog mit, dann haben wir das. Da ist der Käse gegessen. Bevor ich mich hinterher wieder ärgere und mir dann sage, oh, pff, ja toll, warum hast du nicht?
Weil, wie gesagt, irgendwann, da nervt es mich doch, dann mache ich es trotzdem und dann fange ich wieder an zu zerlegen. Und so machen wir es doch gleich. Ja, Teilehaufen zum Entlacken. Anlasser, Lichtmaschinen, Hydraulikpumpen, wo eigentlich auch mit da gelegen. Na gut, ich hatte mit auf die Arbeit genommen, die wird er mit überprüfen wahrscheinlich. Also die fehlt im Moment. Die wird zum Entlacken entrosten. Ja, die Motorhaube, wie gesagt, den Kühler habe ich zu machen. Das Armaturenbrett vom anderen kann man dann gleich mitmachen. Den Vorderachsbock, die Räder. Ja, und von dem dann natürlich Kotflügel, die Achse und ja, den ganzen hinteren Teil. Und ja, ich sag mal, ist relativ überschaubar bei dem Schlepper. Es ist nicht viel zu machen, es ist halt bloß ein wenig aufwendiger, dauert ein bisschen. Es geht halt nicht von jetzt auf gleich, aber ich sage mal, es ist nicht viel dran. Von daher, ah ja, und im Hintergrund hört man es vielleicht, da zieht wieder ein Gewitter auf. Ich werde das Rolltor dann gleich ein wenig zumachen, weil ich gehe nämlich schwer davon aus, wenn es losgeht, dann wird es so richtig. Wir kriegen schon wieder Regen. Naja. Ja, also wie gesagt, hier halt die Kotflügel natürlich, weil das sind alles so Sachen. Ja, man kann es lassen. Es war mal ein Dach früher drauf, das haben die selber gebastelt gehabt. Da daher die Halter da hinten. Und ja, auch hier waren dann Halter von dem Verdeck. Und naja, wenn ich schon drüber bin, dann. Ach. Komm, dann macht man es doch gleich richtig. Machen wir hier nicht irgendein Gefrickel, sondern machen es richtig, machen es gescheit. Der Schlepper schaut danach wieder gut aus. Ja, klar, Patina geht verloren. Andererseits, was für Patina soll hier noch verloren gehen? Der ist wie mein KL300 auch schon mal nachgespritzt worden. Es ist nicht der Originallack. Ich sage ja im Vergleich zu dem, das da ist der Originallack. Gut, der ist jetzt dreckig. Das ist ein blödes Beispiel. Aber da ist nie was nachgespritzt worden. Das ist wirklich von 1955 der Lack, der vor die Kramerwerke draufgekommen ist. Das ist wie hinten bei einem Allgäuer dasselbe Spielchen. Und ein Allgäuer, wenn man jetzt hier sieht, das ist auch noch der allererste Lack. Die Reifen vorne drauf, die sind damals mit der Achse neu gekommen. Die haben eine andere Farbe, ja und. Aber das verstehe ich unter Patina. Das ist wie gesagt, bei meinem K15 war es dasselbe, das war auch Patina, da hat es mich nicht gestört, dass die Felgen da, die eine war teilweise so rostig und so gammelig, die war komplett schwarz und die anderen, die waren noch rot und die eine dann hinten, da platzt der ganze Lack ab. Sage ich aber ganz ehrlich, da hat es mich nicht gestört, da sage ich, naja, das ist original, aber das ist nicht mehr original. Das ist einfach schon mal irgendwann gemacht worden, da ist auch mal schneller ein wenig drüber gepfuscht worden. Und ich meine, das sieht man, da ist gepinselt worden, da ist ein Pinselstrich drin. Ja, und dann kann man schon mal hergehen und kann das neu machen. Wie gesagt, ich finde das eigentlich ja ganz schön. Klar, so ein alter Schlepper mit Originallack, der hat sein Gutes. Der, wenn noch im Original Blechkleid ist, der, wenn nicht überlackiert worden ist, sowas lässt man so. Leinölfirnis drauf, so habe ich es beim K15 gemacht und gut ist. Passt einfach. Hinten beim Allgäuer, beim A111, selbe Spielchen. Wäre jetzt der KA15 da der nicht schon mal überlackiert gewesen, hätte ich auch gesagt, Leinölfirnis drüber und gut, dann bleibt er im Original Blechkleid. Aber so, dann machen wir es neu. Ich denke, das macht sich auch ganz gut, wenn dann irgendwann einmal die Bulldog-Garage oben fertig ist und wenn dann der Krame, der KA15 und der KL300 nebeneinander stehen. Beide schön restauriert, beide schön im Lack, schaut wieder gut aus. Ich denke, da hat man mehr davon. So, liebe Freunde, ich habe jetzt ein bisschen was entlackt. Also, da hüben liegen die ersten Teile. Tankhalter, Werkzeugkasten, Anlasser, Lichtmaschine, der Tank natürlich selber. Den Auspuff lassen wir am Schluss so, wie er ist. Ja, eventuell kommt hitzefester schwarzer Lack drauf. Das entscheide ich noch, je nachdem. Ja. Vom Vorderachsbock habe ich die Vorderreifen demontiert. Ja, und die Felgen sind auch soweit entlackt. Ja, und wie schaut es dann danach aus? So schaut es am Boden aus. Und so schauen die Hände aus. Das Öl, was der raushaut und der ganze Schmutz und Dreck und Schmier und... Ja, gehört halt einfach dazu. Ja, wie gesagt, soweit erst einmal.
Vorderachsbock ist das nächste drum. Dann geht es an die Motorhaube. Und ja, dann wird es die hinteren Kotflügel und Hydraulik und die ganzen Unterlenke, Oberlenke und so weiter. Na, Oberlenke habe ich ja keinen. Anhängemaul, solche Teile. Ja, und an die Kotflügel muss er dann eh noch ein paar Löcher bohren, wo die Lichter dann an sollen, beziehungsweise ein wenig umbauen. Ja, und dann wird man weitersehen. Ja, für diesen Vlog soll es das dann soweit gewesen sein. Wie gesagt, viel passiert ist nicht. Geregnet hat es vorher noch einmal ein bisschen. Also jetzt sind wir insgesamt die letzten 4 Tage bei 46 Liter Wasser auf dem Quadratmeter. Da war der Akku leer. Ja, also ich würde sagen, diese 46 Liter da ist ganz in Ordnung. Klar, ein Teil ist davon weggelaufen. Den hat es nicht in den Boden reingebracht, aber im Großen und Ganzen, das passt schon. Das Gras kann wieder ein bisschen wachsen. Die Bäume haben endlich Wasser gekriegt, das hat man ihnen schon angesehen. Also teilweise die Eichen, die waren ja schon, naja, mehr ins Gelb rein. Aber so weit, so gut. Ja, wie gesagt, in diesem Sinne, das war's dann für heute. Schauen wir mal, was beim nächsten Mal noch so kommt. Und ja, bis dahin. Servus.